ersten Finalisten des heutigen Abends, genauso wundervoll wie er ging, kommt auch wieder zurück. Felix Lobrecht. Dass jetzt nicht Fülle passiert in der Pause. Naja. Wenn ich mich früher im Supermarkt beim Schlangenstehen daneben benommen habe, dann hat mein Vater immer gesagt: Junge, stell dich nicht so an. Musste ich nur vorhin dran denken, weil ich in der Schlange im Netto aus Versehen eine Oma angezündet habe. War keine Absicht. Ich musste dann auch weiter, aber ich hoffe, ihr geht's gut. Ja, das sind so die klassischen Tipps. Und ich ärgere mich immer, wenn ältere Leute einem einfach irgendwie Tipps geben, nur weil sie glauben, dass sie einem Tipps geben können, so weil sie älter sind. Deswegen habe ich jetzt einfach mal ein paar Tipps für ältere Leute geschrieben. Das heißt, geschrieben, ich habe mir was überlegt. Sind denn ältere Leute hier? Ja, ich bin jetzt auch mal so frech. Jetzt gebe ich einfach mal Tipps. Tipp 1. Eine hässliche Jacke wird nicht schöner, wenn sie und ihr Partner sich inne kaufen. Damit kommen wir nahtlos zu Tipp 2. Ziehen Sie bei der Klamottenwahl andere Faktoren als "das ist warm" mit in Ihre Kaufentscheidung mit ein. Zum Beispiel Aussehen. Ja. Frei nach dem Motto: Das gibt kein schlechtes Wetter. Das gibt nur schlechte Kleid. Doch. Es gibt schlechtes Wetter. Tipp 3. Brechen Sie aus Ihrer Routine aus. Hören Sie heute mal nicht die Scorpions, sondern Musik. Und Tipp 4. Ärgern Sie sich nicht über die normalen Alterserscheinungen, die jeden ereilen. Wie kleinere Falten im Gesicht. Oder Haarausfall. Oder Nierenversagen. Das wird schon wieder. Gut, ich verliere mich. Ich wollte eigentlich über was sprechen, was jetzt auch von der Jahreszeit ganz gut passt, nämlich Weihnachten. Und ich habe mir überlegt, dieses Jahr schenke ich meinem Vater nicht ein, nicht zwei, nicht drei, sondern 4 Hunde. Falls mal einer kaputt geht, hat er dann noch 3. Kennt man doch. Jetzt ziehst du deinem Hund im Suff die Flasche Uso über den Kopf. Kaputt. Wir halten ja nichts mehr aus. Eigentlich hatte ich überlegt, ihm 4-mal exakt denselben Hund zu schenken. Ich muss dann aber feststellen, dass es heutzutage keinen Händler mehr gibt, der 4-mal exakt denselben Hund im Sortiment hat. Ich verstehe es nicht. Na, wer bin ich schon? In so einer Situation kenne ich das Sprichwort so:
findest du nicht viermal exakt denselben Hund? Holst du ganz unterschiedliche. Hab ich dann auch so gemacht. Teuer die Scheiße. So klingt Nierenversagen. Aber echt, ist teuer, die Scheiße. Nächstes Mal gibt's wieder eine Feldmaus, wie jedes Jahr. Kann ja sein, dass ich hier 600 Euro für eine Handvoll Hunde ausgebe, die in ein bis zwei Wochen eh hinüber sind. Stichwort Feldmaus. Gehen ab 50 Cent los, die Jungs. Für 1,60 kriegst du schon eine Jute. Lass es 2 Euro sein. Da kann ich den Spruch wiederum so. Lieber mal eine günstige Feldmaus als 4 teure Hunde. €600 kriegst einen guten Computer zu dem Preis. Und was dann auch alles dazu kommt an Kosten. Leinen. Neppe. Uso. Sehr schnell bei 300 Euro pro Hund. Ich hab das mal ausgerechnet. Ich hab da auch die Zeit für. Die Zeit haben nicht alle. Aber ich hab da die Zeit für. Die Viecher werden meinen Vater in den finanziellen Ruin treiben. Jetzt könnte man fragen, warum mache ich das? Einfach so. Nee, was mein Vater mir schenkt, ist in der Regel auch nicht das Grüne vom Tiger. Nee! Schönes 1,50 Meter hohes Holzreh. Danke. Stelle ich mir ein Flur, das Ding. Wiegt 60 Kilo, die Scheiße. Kannst du ja mal einen Spaß erlauben, das Ding allein hoch im dritten Stock zu wuchten. Guckt sich keiner an und sagt, nee. Schönes Holzreh, Felix. Schreibt vor sich hin, die Scheiße. Eigentlich sagen wir auch jedes Jahr, dass wir uns nichts schenken. Habe ich mich aber natürlich schön hingelegt mit. Wir kommen an zu Weihnachten ohne Geschenk. Und dann steht mein Vater da. Frohe Weihnachten. Und zack, Holzschwan. Nicht mit mir. Dieses Jahr gibt's 4 Hunde. Alle unterschiedlich. Schönen Welpen. Muss er noch erziehen, das Vieh. Eine sehr, sehr sture Rasse sein, habe ich gelesen. Dazu eine 16-jährige Dogge. Halb Hund, halb tot. Muss er pflegen. Und dann das Ganze abzurunden. Ach nee, Quatsch, sind ja erst 2. Als drittes noch einen blinden Hund. Also kein blinden Hund. Für den ist immer nachts draußen. Ja. Um das Ganze abzurunden, schön halbstarken Jagdhund, ein Jahr alt und hektisch. Wo ist er? Wann kommt der Hund, 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 Hund? Dass ich allen Hunden denselben Namen gegeben habe, brauche ich wohl nicht dazu sagen.
Die hören allesamt auf den Namen Senta. Ja. Das wird ein Spaß. Verklicker mal drei Runden, die Senta heißen, hast du gerade nicht gemeint sind, wenn du Senta rufst. Nicht mein Problem. Außerdem hat mein Vater Verstärkung. Mein Vater selber kommt aus West-Berlin. War seine Freundin Heike. Oder wie ich sie nenne, Heikchen. Kommt aus dem Osten. Heike hat nur zwei Lebensmottos, aus denen sie alles ableiten kann. Was war Hamm? Hamm war? Und was weg ist, ist weg. Na, die hatten früher nichts. Die mussten improvisieren. Heike kann aus allem Möglichen alles Mögliche machen. Gib mir einen Stuhl, gib mir einen Spiegel, zack, Heizung. Pragmatischen Ostfrauen. Bin gespannt, was sie aus vier Hunden zaubert. Ich möchte abschließen mit einem letzten Tipp an ältere Leute und an den Leichnam von demjenigen, der hier gerade so gekeucht hat. Schenken Sie Ihrem erwachsenen Kind nichts aus Holz. Dankeschön. Ihr Applaus für den ersten, für den letzten. Bis zum nächsten Mal.